Grüß denk, ich bin der Tenor Christenel. Ich bin 32 Jahre alt und komme aus Naturns. Ich habe in Innsbruck studiert und habe meine Diplomarbeit zum Thema Südtirolautonomie geschrieben. Mit 19 bin ich das erste Mal in den Gemeindeausschuss gewählt worden und bin seitdem unter anderem zuständig auch für Jugend und Sport. Vom Beruf her tue ich unterrichten und ich bin in meiner Freizeit ehrenamtlich tätig, unter anderem beim Jugendparlament, beim Jugendzentrum als Präsident und auch bei den Pfadfindern und dem Sportverein. Ich möchte meine Erfahrung aus der Verwaltung und aus der Politik einbringen. Ich möchte der Jugend im Landtag eine starke Stimme geben. Ihnen bewiesen, dass sie nicht nur reden, sondern auch hart arbeiten kann. Gemeinsam in einem Team. In der JG beispielsweise, beim Nightliner, bei der Mandatsbeschränkung, aber auch bei der Schnuppermitgliedschaft. In der Gemeindeverwaltung, beim Jugendzentrum, beim Ausbau der Sportanlagen, aber auch in den Bereichen der Umwelt und der Energie. Ich denke, dass der Landtag neue Köpfe braucht, neue Ideen braucht. Mit enger Unterstützung möchte ich die jungen Interessen im Südtiroler Landtag vertreten. Erstens, mehr Partizipation. Demokratie lebt von der Beteiligung und von der Mitsprache. Wir müssen die Bürgerinteressen, die Bürgeranliegen ernst nehmen, ehrlich ernst nehmen. In Naturns probieren wir über das Jugendparlament und da über das Projekt Bürgeraktiv neue, innovative Wege zu gehen. Ich möchte die Erfahrung auch in den Landtag mit einbringen. Zweitens, global denken, aber dann lokal handeln. Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit, die klonen ökologischen Kreisläufe schließen. Das ist wichtig für die Zukunft. So hat Südtirol eine Chance, ein richtiges Klimaland zu werden, zum Wohle von allen Bürger und Bürgerinnen. Und drittens ist weniger oft einfach mehr. Ich denke, wir müssen weniger investieren in Großprojekte, in Klotzbauten. Wir müssen viel mehr investieren in die Köpfe, in die Chancen. Beispielsweise in der Familienpolitik, in der Bildungspolitik, bei der Altersvorsorge, vor allem auch beim jungen Wohnen. Das sind wichtige Themen, die müssen wir aufgreifen. Als Verwalter und als Lehrer mache ich tagtäglich viele Erfahrungen in dem Bereich. Ich kriege viele Probleme mit. Ich möchte da sein, auch für die kleinen Probleme. Ich möchte einfach für alle ein offenes Ohr haben.